Wenn man eine Blasenentzündung mit einem Antibiotikum behandelt hat und wenn gewährleistet war, dass es auch das passende, richtige Antibiotikum war, dann sollte es eigentlich mit dieser Therapie in den allermeisten Fällen auch gut gewesen sein. Das Wichtige ist, dass man wirklich den Urin testen lässt, ob das Bakterium, was den Harnwegsinfekt verursacht hat, auch von dem Antibiotikum erfasst wird. Ganz wichtig, wenn das gewährleistet ist, passiert meistens nichts mehr. Wenn aber danach noch eine und noch eine und noch eine Entzündung kommt und die Patienten immer wieder ein neues Antibiotikum nehmen, dann muss man wirklich sicherstellen, ist sicher geguckt worden, welche Bakterien da waren, oder gibt es einen Grund, warum immer neue Bakterien hier eine Entzündung verursachen, und dann sind wir wieder bei dem Thema der Hygiene und der hormonellen Verhältnisse im Genitalbereich. Das kann eben dann und sollte dann auch nochmal separat abgeklärt werden durch einen Facharzt. Grundsätzlich ist es so, dass die Flora in der Scheide bei der Frau eine ganz wichtige Rolle spielt. Es gibt dort eine ganz natürliche Flora, weswegen auch Hygienemaßnahmen auch nicht zu übertrieben sein sollte. So, und dieser Säureschutzmantel, der schützt vor Infektionen, wird manchmal aber auch durch Antibiotika selber angegriffen. Das ist zum Glück nicht häufig der Fall, aber in einzelnen Fällen, wo eben wieder vorkommende Infektionen auftreten, sollte man daran denken und vielleicht den natürlichen Säureschutzmantel mit unterstützenden Medikamenten. Es gibt zum Beispiel so Zäpfchentherapien, wo eben der Säureschutzmantel wiederhergestellt wird. Das ist eine wunderbare Idee, sollte vielleicht häufiger daran gedacht werden.